So, einmal hier loslaufen. Zack, jetzt sind wir draußen. Und jetzt müsste sie wieder sinken. Wenn ich B. Sie steigt immer noch. Ich bin noch zu nah dran. Oh. Oh, oh. Wir sind genau richtig. Wir sind genau richtig. Ich muss mal kurz hier abbiegen. Das ist irgendwie so eine Zweigstelle. Halb verbrannt, halb galant. Auch Holz nehme ich mal ein bisschen mit. Psst. Total überrascht worden. So, jetzt aber nicht sie weg. Alles vernichten. Shemmeifutz und... Oh, da haben wir... Das ist irgendwie ein Mischvolk. Einmal beiseite treten, gucken. Da kommen sie jetzt gleich alle. Es ruckelt ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Das ist ein zusammengewachsener Shemmeifutz in eine Fabrik. Das ist, ja, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, wie ich hier sehe. Und wir haben eine Menge Besuch. Eine Menge, Menge Besuch hier. Eine Menge Besuch, okay. Oh, das ist total ineinander verwachsen. Tussi, kommst du jetzt oder was ist los? Der ist ja völlig im Eimer hier. Also ich muss sie jetzt auf jeden Fall alle vernichten. Niemand darf überleben. Okay, die Mutti hat es nicht geschafft. Du hast es nicht geschafft, Putrid Girl. Alles muss sterben. Ich springe schon mal hier rein, um zu gucken, was der Kerl hier für Waffen bei sich hat. Muss ich alle mitnehmen, außer diesen hier, aber diese hier. Und jetzt nichts wie raus. So, gucken wir mal, wie tief es hier reingeht. Da, ich glaube, der ganze Keller, der ist... Oh, what the fuck happened? Ach du Scheiße, jetzt habe ich natürlich... Oh, jetzt habe ich ins Klo gegriffen. Ich muss ganz schnell hier raus. Ho, ho, ho. Meine Fresse, jetzt habe ich ein Problem, Jungs. Schwein gehabt. Also, alles unterhüllt. Ihr wisst genau. Du Scheiße, da habe ich echt Schwein gehabt. Puh. Ich sitze hier, glaube ich, auf einem Pulverfass. Das könnte derbst in die Hose gehen, wenn ich mich jetzt da aufstelle. Ja, was? Hast du noch was für mich zu bieten? Nein. Da wirst du ja bekloppt, ihr das Ende der Welt. Aua. Aua. Du bist aber auch eine, du. Oh ja, das lesen wir jetzt. Lesen wir einfach mal aus deiner Hand raus. Den nehme ich. Next, please. Oh, hier der schnelle Wanderer. Das Ding ist aber super effektiv geworden, du. So, das gefällt mir alles nicht mehr. Shemmeifutz, wir müssen hier Shotgun Messiah rüber. Das sieht ganz gut aus. Oh, hier guck mal, alles unterhöhlt. Ey, das Haus stürzt doch zusammen, wenn ich da nur... Boah, alter Verwalter. Lass mich schnell noch die Karre durchsuchen, bevor sie kaputt geht. Na super. Kein Platz mehr. Platz mehr. Platz mehr. Oh, es wird dunkler. Einfach pusch nochmal. Es wird jetzt echt dunkler hier. Ah. Mist. Ich muss mich sputen. Ken of Chili. Ja, ess den Chili. Und hier davon. Ah, oh, jetzt kann ich nichts mehr essen. Okay. Puh. Das sieht not good aus. Das sieht eher very bad aus. Wenn ich hier so drunter gucke, das ganze Haus wird zusammenstürzen. Ich muss hier wieder raus.
und dir eine vor die Gesichtsbaracke kloppen hier. Wollen wir es mal einstürzen lassen? Komm, wir lassen es mal einstürzen. Gib mir mal die Spitzhacke hier. Das ist unmöglich. Das Haus kann nicht halten. This house can't halt. Reicht es, wenn ich nur einen wegkloppe? Ja, und los geht's. Es stürzt, und zwar ein. Oh, ist das geil. Yes. Okay, die andere Hälfte steht noch. Ja, und das gleiche dürfte dann auch passieren da hinten mit. Also ganz, ganz gefährlich hier. Das Auto, oh, das Auto ist nur runtergefallen. Das ist auch nicht schlecht. So, wir brauchen... Huch. Ging's weiter? Ne, jetzt gerade noch nicht. Hey, Mädel. Uncool. Miau Food, Chicken Ration. Mädel? Huch. Boah, jetzt hat sie aber geguckt. Mach das nochmal. Ah, verdammt, ob ich das richtig hingekriegt habe. Egal, so. Hälfte eingestürzt. Wie schaffe ich denn jetzt den Rest? Der hängt hier, glaube ich, irgendwo hinten dran. Da muss ich auch... Och, du Scheiß, das ganze Haus, das geht gleich hinüber. Wo hält denn der sich jetzt dran fest? Da stimmt doch was nicht. Pass mal auf. Darf mal gucken, wen könnte ich jetzt am einfachsten hier kaputt machen? Den hier. Gucken wir mal, was passiert. Und? Ach, den muss ich jetzt auch noch kaputt machen. Nichts passiert. Aber das hier ist... Boah, 2000. Das ist eine Straße. Machen wir sie mal kaputt. Das ist mit Anstand der beste Let's Player. Was wäre... Der Ramra schon wieder. Ja, ich weiß Bescheid. Tor, collect destroyed stone. Wenn der wüsste, dass hier gerade das Haus zusammengebrochen ist, der würde seine Aussage, ja nicht revidieren, aber sagen, du bist ja bescheuert, Alter. Was denn du da für ein Scheiß? Also wir sehen hier, irgendwie klappert das nicht so, wie es hoppala sein soll. Boah, jetzt aber nicht sie weg. Das fällt ja alles sofort zusammen. Ups. Hier nicht. Scheißendreck. Dann kann ich mich ja hier noch ein bisschen umschauen. Nach Wasser, nach Bier. Oh, sehr schön. Dankeschön. So. Nix wie Russ. Komm hier raus, raus, raus. An der Straße raus. Also. Alle sind tot. Wir müssen hier... Hab ich gesagt, alle sind tot? Es sind ja gar nicht alle tot. Die hängen alle hier drunter. Och, Jungs und Mädels, guckt euch diese Hohlbirnen da unten an. Ich würde ja gerne in den Keller gucken. Achso, da ist ja gar kein Keller. Da fällt man nur noch durch. Also das hier ist absolut scheiße. Genau das. So, wenn ich hier ein Stück kaputt haue, was passiert? Die Frage ist, warum hält der Scheiß? Oh, was ich vergessen habe. Das wollte ich schon die ganze Zeit. Ich muss übrigens in den Chembei Foot. Moment, ist hier... Ach, hier ist auch ein Abgrund, genau. Ich muss mal gerade hier gucken. So. Die Karte sagt uns, wir sind am Ende der Welt. Also ab in den Chembei Foot. Und vorher tue ich jetzt aber tatsächlich mal die Skills verteilen, die endlos vielen. 157 ist der Knaller, oder? Toolsmithing, Scavenging, Science, Quality Joe habe ich voll. Ja, reicht das? Gunsmithing, Armory? Ja. Ich lege immer Wert auf Toolsmithing. Purchase this fucking great tuck. So, Level 23. Herbal Antibiotics, Antibiotics or Jar of Honey.